Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Aussortierteil. Heute habe ich wieder 10 Produkte, die meine Sammlung verlassen werde und ich sage euch natürlich auch wieder warum. Legen wir los. Zum einen von Chibo. Ich weiß nicht, warum ich das so geil fand. Kennt ihr noch die Zeit, als auf YouTube dieser kleine Affe rumging, dieser Booster-Affe für Nagellack trocknen? Ja, so ein Ding gab es in größer, ne, um die Hand da irgendwie reinzulegen, hier drauf zu drücken. Und dann wird hier oben so kalte Luft irgendwie rausgepustet. Ich weiß nicht, inwieweit das Sinn macht. Man sagt ja immer, Pusten bringt nichts, um Nagellack schneller trocknen zu lassen. Grundsätzlich, da kommt kalte Luft raus, ja. Aber soll ich euch mal ganz ehrlich was sagen? Ich greife da einfach nie zu. So, ich habe mir das gekauft. Ich dachte mir, ist bestimmt praktisch. Kannst du so deine Hand reinlegen, ne? Aber ich benutze es nicht, es nimmt bei mir einfach nur Platz irgendwie weg und vielleicht freut sich der wer anders mehr drüber. So, ich greife da einfach nicht zu. Das ist bei mir, ja, eine Schrankleiche. Eventuell hat es Nutzen, macht Sinn, ist vielleicht voll cool, aber ja, ich hole es halt nicht raus. Also, darum sortiere ich das jetzt aus. So manche Sachen, da muss ich es auch mal einsehen. Wenn ich es doch die ganze Zeit nicht benutze, dann brauche ich es auch eigentlich nicht. Von I Heart Revolution, der Marshmallow Heart Highlighter. An sich super schönes Teil. Ne, ihr seht das, das sind, ich meine, dass die drei hellen Streifen, die außen ganz in der Mitte und da außen sind, dieselbe Farbnuance haben. Die sehen für mich alle aus wie so ein pink schimmernder Highlighter und insgesamt sind es, glaube ich, dann halt drei Farben, ne? Der ist super schön, aber der ist mir einfach zu glitzerig. Der ist hübsch. Ich finde den wirklich sehr, 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 sehr hübsch. Aber mir ist das einfach zu viel Glitzer. Ne, generell habe ich kein Problem mit Glitzer. Ich habe auch welche, die sind richtig glitzerig. Aber die Farbe und alles Mögliche, dann ist der so klobig und nimmt so viel Platz weg. Ja, darum mag ich ihn nicht mehr haben. Ich finde ihn nicht schlecht, aber ich glaube, ich bin doch einen Tacken zu hell irgendwie dafür. Weil der schon allein durch diesen dunklen Streifen hier, ne, und durch diesen, ja, so altrosa, aber schon sehr, sehr krass schimmernden Streifen, der ist mir im Allgemeinen einfach zu dunkel. Irgendwo, ne, mit dem ganzen Glitzerzeug dann. Darum, tschüss Highlighter. Aber der ist echt sehr, sehr hübsch. Von Essence habe ich mich entschieden, den Nagellack aus der Out of Space Stories Reihe auszusortieren. Schweren Herzens tatsächlich. Das ist die 04 Beam Me Up. Der ist nicht schlecht. Nur persönlich, mir gefällt die Farbe auf meinen Nägeln nicht. Ne? Weil irgendwie sieht für mich diese Holo-Schimmerpartikel, die da drin sind, die sehen irgendwie aus wie so weiße Punkte bei mir. Also ich mag das Gesamtbild auf meinen Nägeln einfach nicht. Da hat wer anders bestimmt mehr Spaß mit. Darum fliegt der auch aus meiner Sammlung. Von Rival de Loop einmal ein Lippenstift. Das ist die, keine Ahnung, 106? Nein, andersrum. 901? Ja, 901. Ich weiß nicht, was das für eine Reihe ist. Der ist an sich ist sehr, sehr, sehr schön. Es ist ein sattes Rot. Aber auch der ist mir ein wenig zu fleckig, ein bisschen zu trocken. Und gleichzeitig hat er dann auch schon wieder so ein Glossy-Finish irgendwo. Ne? Also, dass der halt so glänzt. Ja, für mich glänzt der halt. Und ich mag ihn dann halt nicht so gern auf meinen Lippen, darum kommt er auch weg. Noch ein Lippenprodukt, das ist aber diesmal eine, ein Lime Crime Fake. Das ist hier einfach nur, keine Ahnung, Lipgloss. Das ist die 05, da waren irgendwo mal so Klebedinger drauf. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Grau. Aber ich habe den auch schon so lange, dass der einfach nur noch die Reste angetrocknet sind. Und darum werde ich den jetzt auch entsorgen. Also zwischendurch suche ich mir mal so einen raus, ne? Also irgendwie eine Lippenfarbe oder so. Ne, ihr wisst mittlerweile, ich stehe nicht so auf normale Nude-Töne oder so. Ich mag so gräuliche oder so braungraue Nude-Geschichten irgendwo mehr, ne? Und ich greife ja auch oft zu außergewöhnlicheren Lippenfarben. Ja, ich hatte Bock auf so ein Grau und habe den rausgeholt und dann dachte ich mir so, na, du bist kaputt, weil du halt schon bestimmt 5 Jahre alt bist. Ja, darum aussortiert, das passiert halt, ne?
So, von Makeup Revolution haben wir hier einmal einen Lip Liner namens Royal. Der ist auch so richtig dunkellila. Den kann man auch gut anspitzen. Aber der ist mir zu krümelig und zu trocken und alles. Das tut mir einfach nur weh an den Lippen. Ich weiß, man könnte mit einem Feuerzeug einmal kurz reinhalten, um sowas cremig zu machen. Das ist mir dann aber zu viel Aufwand. Ich habe noch andere, die sind dann irgendwie dunkellila oder sowas. Darum kommt der auch weg. Von P2 einmal ein Eyeliner. Das ist der Extreme Dip Eyeliner Waterproof. An sich ist der gut. Das Problem ist, ich komme mit dem Applikator nicht zurecht. Das ist halt so eine Spitze, aber die ist so richtig biegsam. Jetzt auf der Hand geht's relativ, aber wenn ich den am Auge benutze, irgendwie, der ist so, ich hoffe, ihr seht das, so nachgiebig, ne, dass die Spitze sich da einfach bewegt wie, oh, oder die Spitze halt mal komplett kaputt geht. Aber der ist halt, keine Ahnung, also Spitze ist jetzt eh abgebrochen. Der ist zwar flexibel, der gibt aber so, so schnell nach, dass, wie gesagt, die Spitze jetzt auch im Arsch ist. Also, ja, von der Farbe her, der hatte eine gute Deckkraft und alles. Aber dieses Schwämmchen, das war mir irgendwie vorne zu rund von der Spitze her. Damit hat man irgendwie nicht so schön einen spitzen Ring dann irgendwie hinbekommen. Das sah irgendwie aus wie so ein dicker Strich einfach, der aber so rund irgendwie aufgeht. Jetzt ist er eh kaputt, jetzt muss ich ihn eh wegschmeißen. Also von daher, ciao. Von BH Cosmetics. Einmal ein Total Coverage Concealer. Das ist die Farbe 111. Kommt mit so einer Spitze. Ist an sich auch gar nicht so das Problem, ne? Also von der Anwendung her auf jeden Fall gut. Das Problem ist die Farbe. Damit kann ich nicht wirklich concealen. Das ist mir auch schon wieder zu braun. Ist halt auch wieder so ein typischer Fall von, habe ich online bestellt, ne? Und sah halt online viel, viel heller aus. Aber ihr seht schon, das wäre für mich sogar zu dunkel als eine Foundation-Farbe irgendwo. Darum kommt auch der weg. Dann haben wir noch von Eulenspiegel Latexmilch, 50 ml. Seht ihr das? Da haben sich komplett alle Komponenten getrennt. Ich habe mir das gekauft. Wollte das eigentlich für Halloween-Tutorials benutzen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass das irgendwie falsch gelegen hat oder so. Irgendwie so nach unten und das dann hier unten komplett zugetrocknet ist. Auf jeden Fall lag das jetzt bestimmt insgesamt 3 Jahre in meinem Schrank, ne, für SFX-Klamotten. Und ich habe jetzt eingesehen, ey, hör mal, wenn hier unten irgendwie quasi noch Latex wäre, was du benutzen kannst, was nicht eingetrocknet ist, aber hier oben alles angetrocknet ist, das macht auch keinen Sinn. Dann schmeiß es doch weg, Mädel. Und das mache ich jetzt auch. Also grundsätzlich habe ich eigentlich immer irgendwie Latex mich da gehabt. Ihr seht auch, dass der Eyeliner von P2 richtig schön matt trocknet. Aber ja, ich habe mir jetzt eh kaputt gemacht. Mit meiner puren Gewalt hier. Und als letztes von W7 einmal die Eyelust Mascara. Ist an sich nicht verkehrt, aber das Bürstchen ist mir einfach so krass zu groß, wenn ihr das mal seht. So im Gegensatz zu meinem Auge. Ich komme einfach überall dran. Ich kann mich dann noch so anstrengen, wirklich nur so an die Kante zu gehen. Ich komme einfach trotzdem mit irgendwelchen Borsten davon irgendwo an mein Auge. Und ich habe da einfach nicht die Geduld für. So, ich muss danach so lange, also ich muss länger korrigieren und diese ganzen Dötchen dann irgendwie wegmachen, als ich wirklich zum Wimperntuschen brauche. Die ist nichts für mich. Die kann jetzt auch gehen. Das war's mit uns. Ja, manchmal ist das halt auch so. Gut, das waren wieder 10 Produkte. Ich danke euch immer sehr fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Ciao!